meine Damen und Herren, liebe Mitstreiter, im Namen der Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern und der sie unterstützenden politischen und Umweltorganisationen darf ich Sie an diesem doch sehr schönen Sommertag recht herzlich hier in Ahlbeck begrüßen. Mein Name ist Rainer Sauerwein. Ich bin im Vorstand der Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern und verantwortlich für unseren Protest gegen die Pläne unseres polnischen Nachbarn am rechten Swinemünd-Ufer auf der Insel Wolin, mitten in einem europäischen Naturschutzgebiet, eine Industrialisierung voranzutreiben, die gigantisch ist. Die EU hat kürzlich mit ihrem angekündigten Green Deal die besondere Stellung des Naturschutzes für unseren Protest, die besondere Stellung des Naturschutzes bei wirtschaftlichen Projekten gestärkt. Bisher ging der Deal zwischen Wirtschaftsinteressen und Naturschutzinteressen sehr häufig zu Lasten der intakten Natur aus. Ohne deren Schutz wir hier auf der Insel eigentlich auch nicht leben können. Wie Sie alle wissen, lebt diese Insel von einem Tourismus, der ein Versprechen hier an seine Bürger und an seine Besucher gibt, dass Ruhe und Erholung in einer intakten Natur hier einen hohen Wert darstellt. Ein Strandurlaub in der Nähe eines Industriehafens, eines Frachthafens, mit Blick auf 400 Meter große Containerschiffen, die hier über die Bucht fahren, das wollen wir doch sicher alle nicht. Wir hier auf der Insel sind insgesamt sehr besorgt über diese Entwicklung. Wir haben heute zwei EU-Parlamentarier vor Ort. Hanna Neumann, die für die Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament sitzt, und Helmut Scholz, der für die Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament sitzt. Sie beide stehen ja, das haben Sie ja auch schon kundgetan, für diesen Green Deal und kämpfen mit uns gegen diese Naturzerstörung an der Pommerschen Bucht. Unser Protest wird auch unterstützt vom BUND Mecklenburg-Vorpommern, heute hier vertreten durch die Landesgeschäftsführerin Corinna Kühler, durch die Partei Die Linke in MV, vertreten durch Frau Miklund-Schwenke, Mitglied des Landtags, durch die Partei Die Grünen, heute auch hier vertreten durch Frau Ulrike Berger, Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion, und durch die Gemeinde Heringsdorf, vertreten durch Herrn Andreas Hartwig, stellvertretender Bürgermeister, sowie durch viele engagierte Bürger hier vor Ort. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Eigentlich wollte uns auch unser örtlicher Tourismusverband heute hier unterstützen. Aber Frau Nadine Rieddorf vom Tourismusverband der Insel ist leider erkrankt. Aber sie hat eine Vertreterin geschickt, Frau Renken, aus ihrem Büro. Und sie verfolgt mit hohem Interesse, was hier heute passiert. Eine Politik, und ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, die Naturschutzflächen nur als billige Ressource für expansive Städte und neue Wirtschaftszonen sieht, passt nicht mehr zum europäischen Green Deal. Und ich möchte an dieser Stelle auch den Stadtpräsidenten von Swinemünde, Herrn Schmuckewitsch, zitieren, der kürzlich in einem Interview zum Containerhafenprojekt gesagt hat: Die Insel Wolin stehe seit jeher für Wirtschaft, Hafenentwicklung und maritime Unternehmen. Für ihn sind also die
Natura 2000 Schutzflächen auch verliehen, nur wohlfeile wirtschaftliche Ressourcen. Ich denke, da wird er in einem Europa des Green Deal wohl umdenken müssen. Leider geben unsere polnischen Nachbarn ihre Pläne für eine massive Industrialisierung an der Swinemünde nicht auf. Die Pläne umfassen ja neben dem Tiefenwassercontainerhafen den weiteren Bau eines Außenhafens daneben und dann eigentlich auch noch die ganzen zusätzlichen Infrastrukturen an, die dafür notwendig sind. Es gibt sogar noch weitreichende Probleme hinsichtlich einer Idee, Gas zu bohren dort auf der Insel Bolin. Das hatten wir ja auf der Insel Usedom schon mal und erfolgreich abgewehrt. Teil dieser Strategie ist auch die Schiffvermachung der Oder, damit der Hafen binnenschifffahrtsmäßig angebunden ist. Dadurch wird eine der größten naturbelassenen Flusslandschaften Europas zerstört werden. Und alles nur, weil die Wirtschaftsstrategie unserer polnischen Nachbarn so aussieht, neue Handelsrouten zu bauen, die bis nach Tschechien, bis nach Deutschland, bis in den Balkan, eventuell bis sogar zur Adria reichen, um ihre Wirtschaft weiter zu beflügeln. Lasst uns das gemeinsam verhindern. Wir möchten heute allen unseren Unterstützern Gelegenheit geben, ihre Sicht auf dieses Vorhaben darzulegen und sich anschließend den Fragen der Presse und interessierter Bürger zu stellen. Und ich übergebe jetzt das Wort zuerst an Frau Hanna Neumann. Vielen Dank. Da vorne hätten Sie Silos und Kräne und was sonst zu einem großen Industriehafen gehört. In Bolin gäbe es keinen Strandzugang mehr, der Wald wäre weg. Und Sie alle wären wahrscheinlich immer noch nicht hier, weil diese Insel den totalen Verkehrsinfarkt hätte. Das ist die Dimension, über die wir reden. Und vor dem Hintergrund finde ich es ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr erschreckend, dass wir, die Bürgerinitiative und wir Politikerinnen, die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, dermaßen treiben mussten, sich überhaupt für dieses Projekt zu interessieren und mal mit der polnischen Gegenseite nur in Gespräch zu kommen, was die eigentlich planen und wie das aussehen soll. Um eins ganz klar zu sagen, ich glaube, niemand hier ist gegen die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region und niemand möchte auch den Polen Knüppel in die Beine werfen, wenn es um ihre wirtschaftliche Entwicklung geht. Was da aber geplant wird, untergräbt den wirtschaftlichen Erfolg, den die Region im Moment hat. Tourismus, die wunderschöne Natur. Was hier im Moment geschaffen wird, bedroht auch auf polnischer Seite die wunderschöne Natur und den Tourismus. Und was passieren muss, und das schreiben eigentlich europäische und internationale Verträge vor, dass bevor so ein Projekt ausgeschrieben und gebaut wird, die Bevölkerung informiert wird und sich beteiligen kann, also ihre Meinung äußern kann, dass man eine Umweltverträglichkeitsprüfung macht, also einen Studienauftrag gibt, was denn eigentlich die Effekte sind, dass der Bürger, die Bürgerin sich eine Meinung bilden kann und die äußern kann. Und dann am Ende kann so ein Bau stehen. Leider haben wir in der Vergangenheit häufig festgestellt, dass die polnische Regierung hier Fakten schafft, ohne all das zu tun. Und darum geht es uns hauptsächlich, sowohl in der Bürgerinitiative als auch uns auf politischer Seite, dass die Verträge eingehalten werden. Und ja, wenn ein Projekt 4 Kilometer hinter der Grenze stattfindet, dann muss man auch das Nachbarland beteiligen, weil natürlich die Auswirkungen hier stattfinden. Was mir vor dem Hintergrund auch viel Sorge macht und die von Ihnen, die jetzt mit uns auf die andere Seite fahren, werden das erleben. Auf polnischer Seite gibt es viele Menschen, die auch gegen dieses Projekt sind. Ich habe mich mit einigen vor 1,5 Jahren noch getroffen. Es ist heute fast unmöglich. Die haben eingeschmissene Fensterscheiben. Die werden aus dem Job gekündigt. Die werden mit Klagen überzogen. Nur, weil sie ihre Meinung über dieses Projekt äußern.
offizielle Beteiligungsverfahren gibt es sowieso nicht. Aber nur, weil sie ihre Meinung äußern, wenn sie dermaßen unter Druck gesetzt, sodass, als jetzt die Petition im Europäischen Parlament vorgestellt wurde, Rainer Sauerwein für die deutsche Seite gesprochen hat. Und die Kolleginnen und Kollegen auf der polnischen Seite haben sich noch nicht mal getraut, ihren vollen Namen auf die Petition zu schreiben und waren nur mit Kürzeln vertreten. So krass ist die Bedrohung. Und dass wir jetzt hier stehen und sie auf polnischer Seite weniger treffen, liegt eben nicht daran, dass es auf der polnischen Seite nicht auch einen Widerstand gibt und dass wir Deutschen denen was aufdrücken würden, sondern dass der einfach mundtot gemacht wird. Und deswegen sehe ich uns in einer ganz besonderen Verpflichtung, dann eben auch Sprachrohr für unsere polnischen Freundinnen und Freunde zu sein, die leider gerade das nicht tun können. Zum Abschluss und dann übergebe ich auch sehr gerne an meinen Kollegen Helmut Scholz, der das Ganze mit mir im Europäischen Parlament vorantreibt. Wir haben gesagt, eigentlich ist Grundlage für eine vernünftige Beteiligung, dass es Umweltverträglichkeitsprüfungen gibt. Es ist ziemlich aufwendig, ziemlich umfangreich, muss es auch sein. Es geht um Effekte aufs Wasser, auf die Küste, aufs Land, auf den Verkehr. Das können wir nicht leisten. Aber wir beide haben uns gesagt, wenn es die polnische Regierung nicht macht, wenn es die Landesregierung und die Bundesregierung nicht eingefordert kriegen, dann machen wir zumindest eine kleine Studie, auf Deutsch, auf Polnisch, dass die Leute überhaupt eine Idee bekommen, was sie da erwartet, dass wir auch besser wissen, was uns da erwartet. Die werden wir nächste Woche einen Auftrag geben, hoffentlich Ende des Jahres haben und damit auch die Debatte ein Stück weit konstruktiv voranbringen und nicht einfach nur verhindern. Und nochmal, ich bin vor allem der Bürgerinitiative sehr dankbar für die Arbeit, die ihr hier vor Ort macht. Und da mit den Bildern von Rheinland-Pfalz und von Nordrhein-Westfalen mit der Flut vor wenigen Wochen im Kopf, finde ich schon, dass wir nicht nur darüber reden dürfen, dass wir brauchen mehr sozusagen umweltgerechte Entwicklung auch von Wirtschaft, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wollen wir unseren Lebensalltag gestalten und wie betten wir diese Gestaltung des Lebensalltags in die partizipative Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern so ein, dass daraus ein Mehrwert entsteht, ein lebenswerter Umwelt. Und ich meine, vor Jahren kam man nach Mecklenburg-Vorpommern, das Land, in dem ich lebe, wo andere Urlaub machen. Ja? Das heißt, das ist ja auch ein Wert an sich, den es zu bewahren gilt. Ich glaube schon, dieser Spruch war gar nicht so verkehrt gewählt. Letztendlich denkt jeder, dass bei sich zu Hause auch andere Urlaub machen können. Und insofern ist das, was wir hier regional betrachten, eine globale Dimension eigentlich. Worum geht es eigentlich? Wie wollen wir die Wirtschaft voranbringen im Interesse von Neuschaffung von Arbeitsplätzen vor dem Hintergrund der Notwendigkeit des Kampfes gegen Klimawandel, von sozusagen Stopp des Artensterbens und Erhalt zumindest dessen der Artenvielfalt, die wir heute noch vorfinden, und wie wird überhaupt weitergehen auf unserer Erde. Und viele Dinge, die wir auf den Weg bringen, täglich auch in Berlin oder in Brandenburg oder in Brüssel und Belgien und in Straßburg und Frankreich, haben ja auch mit den Lebensgrundlagen von Menschen in den Ländern zu tun, die dann direkt davon betroffen sein werden, wenn wir unsere Probleme auslagern. Und insofern, glaube ich, ist die Suche, die Notwendigkeit nach Gesprächen auch mit unseren polnischen Partnerinnen und Partnern, auch im Europäischen Parlament, nicht ganz leicht, aber unumgänglich. Und ich glaube, das ist eine der Aufgaben, die zumindest Hanna Neumann und ich mitnehmen, auch von dem heutigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch hier in Ahlbeck und später dann vielleicht auf der Halbinsel Wolin. Wir wollen ja dahin radeln, zumindest haben wir es uns vorgenommen. Und vielleicht kommen wir doch mit einzelnen Bürgerinnen und Bürgern auch dort ins Gespräch mit Betroffenen, um darüber nachzudenken, wie lässt sich sozusagen diese globale Frage ganz konkret vor Ort, lokal und regional lösen und neu organisieren. Und ich bin auch dankbar dafür, dass die Bürgerinitiative sich an uns gewandt hat, um Unterstützung. So wie sich an das Parlament in Schwerin gewandt hat, an den Landtag. Wie sie sich an die Bundes,
Ebene und an den Bundestag gewandt haben, in der Hoffnung, Unterstützung durch die Politik für diese grenzüberschreitende Verständigung zu bekommen. Und ich hoffe, dass dieses gesellschaftliche Engagement im Kleinen sich auch fortsetzt im gesellschaftlichen Engagement im Großen. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürger eben nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen, also die Politik hört nicht auf uns, sondern dass wir dabei bleiben, gemeinsam diese Gestaltung der Gesellschaft neu aufzunehmen, neu auszurichten, damit auch die Generationen nach uns noch eine intakte Umwelt, lebenswerte Insel Usedom, eine lebenswerte Region Ostseeküste vorfinden. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir heute also mit unserem gemeinsamen aktiven Kampf hier vorangehen. Und ein Punkt nur zum Schluss: Wenn Politik Transparenz nicht mehr zulässt oder selbst nicht offensiv vorantreibt, wenn sie eigentlich auf die Ermüdung des gesellschaftlichen Bürgerengagements setzt, hat sie verloren. Und insofern ist das, was wir hier machen, auch aktive Demokratisierung unserer Gesellschaft. Und insofern sollten wir hier weitermachen. Dann übergebe ich jetzt an. Ich bin Corinna Zwielack, ich bin Landesgeschäftsführerin des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern. Mithin also für sehr viele Projekte in diesem Land Ansprechpartner und auch für dieses Vorhaben, was sich in unmittelbarer Nähe unserer Ostseeküste befindet. Was bedeutet das Vorhaben aus Sicht von Umwelt- und Naturschutz? Wir haben hier vor dieser Küste, die wir hier sehen, eines der wichtigsten Meeresschutzgebiete der Ostsee, nämlich die Oderbank. Und auf dieser Oderbank befinden sich verschiedenste Lebensräume für Tiere, die sie woanders nicht mehr finden. Man geht davon aus, dass die Oderbank eine untergegangene, übergeflutete Dünenlandschaft ist. Sie ist also mit wenig Wasser überspült, ist deshalb hochinteressant für Meeresenten, ist sehr interessant als Fischleichgebiet für alle Plattfische, hat also eine große Bedeutung auch für den Erhalt der Fischerei in der Ostsee. Und weil dort wenig Wasser drüber steht, gibt es dort ein seltenes Gebiet, was nicht so viel Sauerstoffmangel hat wie andere Bereiche. Deshalb gibt es da eine Lebenswelt, die sich dort erhalten hat. Und dieses Gebiet ist international. Das liegt auf der deutschen Seite, aber auch auf der polnischen Seite. Das heißt, wir haben gemeinsam auch mit unseren Nachbarn die Verpflichtung, uns für den Schutz und für den Erhalt einzusetzen. Das Vorhaben, jetzt dort dieses Container-Terminal zu bauen, ist zum einen natürlich der Bau dieses eigentlichen riesigen Bollwerkes und auch des Hafens, wo ein großer Teil von geschützten Meereslebensräumen einfach verloren gehen wird, weil sie einfach weggebaggert werden. Das sind die überspülten Sandbänke, die genau eben für die Meeresenten interessant sind. Das sind aber auch die Zubaggerungen, um nämlich die größten Schiffe, die es in der Ostsee überhaupt geben darf, hier, um denen die Zufahrt zu gewährleisten. Es soll auf 17 Meter Tiefe ausgebaggert werden. Das ist sonst in diesem Bereich natürlich nicht die Tiefe. In solchen tiefen Rinnen sammeln sich Nährstoffe, die durch die Anfahrt dieser riesigen, bis zu 400 Meter langen Containerfrachtschiffe immer wieder verwirbelt werden. Die Schiffe haben einen Tiefgang bis zu 14 Meter. Da stellen Sie sich vor, dass Sie also 3 Meter über dem immer wieder zu baggernden Grund, das ist auch eine dauernde Unterhaltungsaufgabe für den Steuerzahler, da 3 Meter über Grund wird es immer wieder durchgewirbelt, durch riesige Schrauben auch. Und diese Trübungsfahnen werden sich auch auf die Oderbank ziehen und entsprechend dort Auswirkungen auf unter anderem die Fischleichgebiete haben, aber auch natürlich auf alle Arten, die im Meeresboden leben und die für zum Beispiel die Meeresenten essentielle Nahrungsgründe sind. Gerade auch im Winter ist das ein sehr, sehr entscheidendes Rastgebiet. Dann ist es das Problem des Hinterlandes für diesen Hafen. 400 Meter Wald werden abgeholzt. Sie können sich mal informieren, was Mecklenburg-Vorpommern mit Mühe und Not und Ach und Krach und viel, viel Steuergeld schafft, einen Wald neu zu pflanzen in einem Jahr. Es sind um und bei 60 bis 80 Hektar. Und hier werden 400 Hektar einfach abgeholzt, wo wir doch wissen, dass wir im Klimawandel jedes zusammenhängende Waldgebiet und eigentlich auch jeden Baum benötigen, damit wir einfach überhaupt diesen Wandel aushalten werden und damit wir auch den Zusammenhang des Ökosystems überhaupt erhalten können. Wenn wir jetzt dafür sorgen,
dass es an einem Gefährde in diesem Bereich gibt, für Motoraufbau, auch eine Gefährde, also ob es das wieder jedes Vorhaben hier an die Unterbiegungen der Wirklichkeit gibt. Und da ist sehr gut natürlich, sehr hilfreich, hier gar nicht gut in der, dass es eine Verträglichkeit mit dem, eine Verträglichkeitsprüfung mit den Umweltzielen der Union geben wird. Und da werden wir uns für einsetzen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den der Fischerei, habe ich gesagt. Wenn man hier die Promenade auf- und abläuft, dann sieht man die Ausstellung, die letzten ihrer Art von den Fischern. Wir wissen alle, dass die kleine Küstenfischerei im Rückgang betroffen, im Rückgang begriffen ist und eigentlich vor dem Aussterben steht, wie auch die Zielarten, nämlich die Fische. Und da kann es doch gar nicht sein, dass wir jetzt die wichtigsten Laichgebiete, zum Beispiel für die Plattfische, die auf der Oderbank liegen, auch noch durch eine Verkehrstrasse derart stören, dass es da immer weniger von geben wird. Die finale grüne Wand steht unter einem typischen ideellen Schutz und wir engagieren uns dafür, dass es auch ein gesetzlicher Schutz wird, der sich durch ganz Europa ziehen soll. Land, der Umweltminister, davon noch nie was gehört hat. Also das zeigt schon alleine, aber die anderen, wir haben ja noch weitere Teilfraktionen, ne? Und der Raumordnungsminister ist aus der SPD, aber aus seiner Fraktion kam nicht eine einzige Initiative in diese Richtung, nicht mal eine Reaktion. Also ich bin ja so gar nicht mal nur von einer Initiative. Und die grundlegenden Richtlinien fahren aus Warschau. Das ist also aufgrund des ESCO-Vertrages und auch dieser bilateralen Vereinbarung zwingend notwendig ist, Deutschland zu beteiligen, insbesondere Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist es zumindest gelungen, auf unseren